Okay, welcome everybody to today's forum on trade and investment policy. Willkommen zu diesem Forum zu Handel und Investitionspolitik. Ich bin Martin Konecki. Ich bin auch ein Mitglied des Brussels Network. Und es freut mich, dass ich bei diesem Forum hier dabei bin. Wir werden darüber diskutieren, was falsch ist mit dem Welthandelssystem und wie das die Macht der Unternehmen stärkt. Wir werden auch darüber sprechen, wie man das System ändern kann. Das ist schließlich das Wichtigste für uns als soziale Bewegung. Wir wollen das Handels- und Investitionsregime ändern. Denn das liegt uns am Herzen. Es freut mich sehr, dass ich meine Panelisten vorstellen darf. Ganz rechts von mir, also örtlich gesehen natürlich. Sie arbeitet mit TNI, Lucia Bargena. Sie kommt aus, sie arbeitet mit ATTAC Argentina. Und sie kämpft für die Bewegung Besser ohne Freihandelsabkommen, das sich gegen bilaterale und Freihandelsabkommen in Amerika absetzen. Dann gleich rechts von mir sitzt Lucia Barcena. Sie ist Forscherin und ist für die Handels- und Investitionspolitik zuständig. Sie war eine der wichtigsten, die Energie bei der Energiewende dabei ist. Sie arbeitet auch seit Jahren mit Handel und Wirtschaft und sie kämpft an vorderster Front gegen das TTIP. Links von mir sitzt Nick Dearden. Er ist der Direktor von Global Justice Now. Er ist auch in der britischen Abteilung von ATTAC. Und momentan schreibt er ein Buch über pharmazeutische Firmen, wie sie unsere Gesundheit ruinieren. Und er hat uns ebenfalls geholfen, das TTIP-Abkommen zu bekämpfen. Und ein Überraschungsgast, Thomas Koller. Er ist mit AG-Delt-Handler und der Welthandelsorganisation. Er kämpft gegen CETA, das Handelsabkommen zwischen EU und Kanada. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Wir beginnen gleich mit der ersten Runde des Panels und ich möchte mit Nick beginnen. Gib uns doch einen Überblick darum, warum es so wichtig ist, dass wir über Handel sprechen und wie wir und warum wir das System ändern müssen. Es funktioniert. Vielen Dank, Martin. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Ich erkläre gerne, warum wir als Aktivisten uns um Handeln kümmern sollten. Nachher sollten Sie das bitte verbreiten, auch an diejenigen, die jetzt nicht hier sitzen. Nun, erstens, Handel, heute Handelsabkommen, Handelsregeln, sie alle haben sehr wenig damit zu tun, was im 19. Jahrhundert als Freihandel bestimmt wurde. Damals ging es darum, die Zölle zu senken, Zölle auf internationalen Handel zu senken. Wenn man das Wort Zoll hört, dann ist es heute überhaupt nicht mehr zentral bei dem Handel heutzutage. Also Handelspolitik ist ein sehr viel breiteres Feld heute. Handelspolitik sind hauptsächlich die Regeln der Globalisierung. Und das passiert vor allem seit Mitte der 90er, seit der Welthandelsorganisation, seit ihrem Entstehen. Und in diesem System sind Konzerne besonders mächtig. Wenn wir also heute über Handelsgesetze sprechen, dann müssen wir dabei auch die Macht des Kapitals und der Konzerne erwähnen.
und die Macht des Kapitals, da müssen wir darüber sprechen, was es will und es tut, das, was auch immer es will, wann es will, wo es will. Und wenn dann die Ärmeren armer werden, dann ist das halt so. Wenn die Welt kaputt geht, tja, dumm gelaufen. Schließlich profitieren wir alle davon. Schluckt eure Pillen und schlussendlich haben wir eine bessere Welt. Und die Handelsorganisation, es gibt eigentlich tausende von verschiedenen Abkommen, die Handel und Investitionen unter den Ländern regeln. Das ist wichtig zu beachten. Menschenrechte, Klimarecht, Gesetze sind anders. Denn die Handelsgesetze, die werden umgesetzt. Ich möchte Ihnen gerne drei Beispiele nennen. Ich möchte Beispiele nennen, um was es bei den Handelsgesetzen geht, wo sie beinhaltet sind und wie weit sie uns in der Gesellschaft kontrollieren. Nun, erstens, bei den Zollgesetzen geht es viel mehr um Gesetz als um Zoll. Wenn ich also etwas verkaufe, dann ist es meistens so, dass es international verschiedene Regulationen gibt. Das kostet mich Geld und das ist mühsam. Also am besten sollten also alle Gesetze in allen Ländern harmonisiert werden. Doch das kann immer noch bedeuten, dass die Zölle gleichzeitig gesenkt werden, dass also die Gesetze an das tiefste Mitglied der Vereinigung angepasst werden. Und die Zölle wurden erfunden, damit wir zum Beispiel unsere Lebensmittelstandards einhalten können, damit das Tierwohl geschützt wird, damit unsere Gesundheit geschützt wird, indem zum Beispiel die Medizin, die wir zu uns nehmen, sicher ist. Also all das, das ist uns wichtig, das wollen wir weiter vorantreiben. Und wenn diese jetzt einfach in einem internationalen Handelsvertrag weggehandelt werden, das ist wirklich lächerlich, ganz besonders in Europa. Das haben wir gesehen mit TTIP. Wir haben wahrscheinlich jetzt alle verstanden, wie Amerika die Hühner produziert, wirklich. Die Hühner werden in furchtbaren Bedingungen gehalten, sie werden mit Chlor behandelt. Doch die Idee dahinter war, dass wir in Europa sagen, nun, das ist jetzt unser Standard, also da können wir diese Hühner jetzt auch importieren. Und der Effekt, der wäre klar, auch wenn es nicht im Handelsabkommen steht, dass wir in Europa die Hühner so behandeln dürfen, irgendwann haben die Bauern keine andere Wahl, wenn sie noch wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und so gibt es ein Rennen, wer zuerst ganz unten landet. Und es gibt so viele verschiedene Regulationen, die von diesen Handelsgesetzen beeinflusst werden. Und das Beeindruckende ist, dass das alles hinter verschlossenen Türen stattfindet. Und das schockiert mich. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir so erfolgreich gegen TTIP-Kampagne geführt haben. Das zweite Beispiel ist intellektuelle Eigentumsrechte. Das wäre zum Beispiel die Corona-Impfung. Die wurden sehr ungleich verteilt auf der Welt. In Europa haben wir bereits die dritte oder die vierte Impfung und in anderen Ländern hat es nicht genug, um nur schon die Arbeitenden im Gesundheitsbereich zu impfen. Gewisse Länder horten Impfungen, doch es gibt noch ein zweites Problem. Wir haben nämlich nicht genügend Dosen produziert. Und der Grund dafür ist einfach, denn das intellektuelle Eigentum dieser Impfung, der Herstellung der Impfung, das liegt in den Händen von gewissen Konzernen. Also Pfizer, Moderna, sie konnten entscheiden, wer diese Impfung produziert, wer sie kauft, wer sie verkauft und wie teuer das sie sind. Das sind Entscheidungen von Konzernen und das inmitten einer Pandemie. Und das alles dank eines Handelsabkommens, das in der Mitte der 90er Jahren akzeptiert wurde. Und in dem stand, dass die ganze Welt die Gesetze der USA akzeptieren muss, eben bezüglich intellektuellem Eigentum.
das hat grundlegend verändert, wie Handel funktioniert, besonders in Entwicklungsländern. Denn ein großer Vorteil von Handel liegt darin, dass man sehen kann, wie andere ihre Dinge herstellen. Das ist, wie das Vereinigte Königreich sich entwickelt hat, wie sich die USA entwickelt hat und so weiter. Und wenn das verhindert wird, wenn die Technologie nicht weitergegeben werden kann, das verändert die Kräftedynamik. Und zwar zum Vorteil von den Reichen, von den Konzernen, von den Kapitalisten. Und in der Pandemie hatten wir diese Firmen, die das Recht dazu hatten, die Impfungen zu produzieren. Sie hatten halt das Eigentum des intellektuellen Eigentums. Und das klingt jetzt nicht nach einem Handelsgesetz, doch es ist ein Handelsgesetz. Und das war ein Problem für Corona-Impfungen. Es wird aber auch ein Problem sein für Klimaveränderungen, für IT, all das. Und das dritte und letzte Beispiel sind Investitionen. Investitionen sind sehr wichtig und sie werden oft nicht beachtet. Ein Investitionsschutzabkommen, bei denen geht es darum, dass Geld übertragen wird. Dass das Geld auch geschützt wird vor Regierungsmechanismen. Bei der Globalisierung geht es schon immer mehr um die Freiheit von Geld, als um Handelsfreiheit zum Beispiel. Es ist auch eine sehr koloniale Ansicht. Denn so haben die imperialen Mächte, also in Europa und den USA, immer noch ihre Macht, die sie früher schon hatten. Denn es waren oft unsere Länder, die die Konzerne hatten, die investieren und die ausnutzen. Und diese Konzerne wollen sicherstellen, dass die Investitionen sicher sind. Dass nicht plötzlich die Regierung sich umentscheiden kann und sagt, Moment mal, das sind ja unsere Ressourcen, warum nehmt ihr die uns weg? Wir wollen das regulieren. Doch sie dürfen das nicht. Und da möchte ich jetzt nicht allzu tief ins Detail gehen, aber das Thema ISDS steht im Zentrum von vielen Investitionen. Und besonders von großen Investoren aus dem Ausland. Und ausländische transnationale Firmen können legal gegen Regierungen vorgehen, wenn sie glauben, dass sie unfair behandelt wurden. Und das wurde ursprünglich von Ölfirmen erfunden. Und die waren ziemlich deutlich. Es gab all diese neuen Länder, die sich aus der Kolonialisierung hervorkämpften. Und wie können wir das jetzt weiter ausnutzen? Nun, wir könnten wie früher das Militär schicken und die Länder ganz altmodisch einnehmen. Doch das ist ziemlich teuer und es gibt eine gewisse politische Kosten. Viel einfacher ist es, ein legales System zu erstellen, dass die Macht immer noch den Konzernen gehört. Und wir werden später noch ein paar Beispiele dazu hören. Doch bei der Klimaveränderung geht es nicht nur um Klimaveränderung. Denn Australien wurde von Philip Morris, einer Tabakfirma, verklagt. Denn Australien hat sehr strenge Regeln gegen den Tabakkonsum erlassen. Und Philip Morris sagt, das ist nicht fair. Wie sollen wir so Geld verdienen? In Slowenien wurde das Gesundheitssystem nationalisiert. Südafrika sollte nach der Apartheid die Wirtschaft von schwarzen Menschen verstärkt werden. All das führte zu ISDS-Fällen. Natürlich ist das sehr schockierend. Ich werde zum Ende kommen. Das klingt alles sehr düster. Ich glaube, wir befinden uns gerade in interessanten Zeiten. Und die politische Unterstützung für diese Art System schwindet langsam. Sogar Menschen in dem System sind nicht immer einverstanden. Wie das Schiff, das im Suezkanal festgesteckt hat, weil es zu groß war. Unsere Lieferketten
hängen so von diesen anderen Lieferketten ab. Und das bedeutet, dass wir nicht Güter schnell genug durch die ganze Welt schicken können. Ein Schiff bleibt ein paar Wochen stecken und der ganze Welthandel steht still. Und das ist einfach unglaublich. Sogar in den USA, wo die Regierung nicht allzu interessiert ist in den Handelsabkommen, und meine Regierung ist interessiert an Handelsabkommen, das sagt wohl auch etwas aus. Aber ich glaube, ganz allgemein gibt es langsam etwas Widerstand. Und gewisse Menschen sagen, dass wir es anders tun müssen. Doch international können wir nicht einfach die Zugbrücke hochziehen und alles wieder selbst herstellen. Wir brauchen eine andere Art von Handelssystem, ein faireres System, das gleichmäßig und gleichberechtigt ist. Und so können wir durch Krisen kommen. Danke, Nick. Ja, jetzt haben wir schon über das ISDS gesprochen und wie es unsere Regierung davon abhält, selbst zu handeln. Und jetzt sprechen wir darüber, wie sich das im Bereich der Klimapolitik auswirkt. Ja, ich werde jetzt tatsächlich mehr ins Detail gehen über bestimmte Handelsabkommen. Nämlich über den Vertrag über die Energiecharta. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein paar Hände sind hochgegangen. Das Name dieses Forums ist Handel, aber Handel ist ein großes Thema. Es beinhaltet viele Themen, wie Nick schon gesagt hat. In meinem Institut haben wir uns mehr spezialisiert auf alles, was mit Investitionsschutz zu tun hat. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um ein Schlaglicht zu werfen auf die Mechanismen wie Investitionsabkommen und verschiedene Mechanismen des Handelsabkommens. Der Energy Charter Abkommen ist kein neues Abkommen. Es wurde in den 1990er Jahren designt. Manche Länder sind dem auch später beigetreten. Ihr seht diese Leiter, die wir auf die Tafel gemalt haben. Der erste Stufe wurde in den 90er Jahren festgelegt, nach dem Fehlschlag des ATO-Agreements. Das WTO-Handelsabkommen ist fehlgeschlagen, aber es brauchte immer noch neue Abkommen, um Regeln festzulegen. Also wurde beschlossen, viele, viele bilaterale Abkommen festzulegen. Und in den 90ern gab es eine Explosion an neuen Handelsabkommen. Es gab nicht nur bilaterale Handelsabkommen, sondern auch multilaterale. Das erste davon, das NAFTA zwischen US, Mexiko und Kanada. Aber inzwischen gibt es 52 Mitgliedstaaten. Das macht es zu einem der größten Handelsabkommen. Und es behandelt sehr viel Energiepolitik und behandelt energiespezifische Investitionen. Und wie ich gesagt habe, es ist das einzige multilaterale Handelsabkommen zur Energiepolitik. Und nach dem Fall der Berliner Mauer war die ehemalige UdSSR jetzt nicht mehr Teil des Ostblocks, aber es musste immer noch festgestellt werden, wie Investitionen in diesen Bereichen gesichert werden können und der Handel in Gas und anderen Ressourcen geregelt werden kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun.
Aber an den Verhandlungstischen waren nicht nur PolitikerInnen, sondern auch Energiekonzerne, besonders europäische, wie zum Beispiel Shell. Und auch sie haben über die Inhalte des Abkommens bestimmt. Und natürlich war es ihr Ziel, ein privates Abkommen zu designen, das ihnen helfen würde. Also man kann sagen, dass die Abkommen für und mit internationalen Energiekonzernen designt wurden. 30 Jahre später, nachdem das Handelsabkommen unterschrieben wurde, sehen wir jetzt die ersten Fälle von Investoren-Staaten-Konfliktbeilegung. Und jetzt sehen wir, dass es sehr viele Fälle gibt, die sich alle auf dasselbe Handelsabkommen beziehen. Und die initiiert werden von Energiekonzernen. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie es dazu gekommen ist. 30 Jahre später realisieren wir jetzt also, dass es eines der obsoletesten Abkommen ist, die wir haben. Und das in Widerspruch steht zu neueren Regelungen. Und nicht nur das. Es ist ein Abkommen, das sehr stark von der EU mitgetragen wurde. Doch was wir jetzt sehen, es gibt eine Art Bumerang-Effekt, in dem viele dieser Gerichtsverfahren von europäischen Ländern an andere europäische Länder gehen. Das ist ein unerwarteter Effekt, aber er kann eintreten, weil das Abkommen so schwer vorherzusehen war. Ich gesagt habe, es handelt sich um ein privates Abkommen zwischen den verschiedenen Ländern mit der Besonderheit, dass es nicht möglich ist, es neu zu verhandeln. Und die 52 Länder, die Teil des Abkommens sind, müssen sich jetzt daran halten. Wenn man zum Beispiel sagt, ich erlaube Investitionen von bestimmten Ländern, aber nur unter diesen Konditionen, dann verpflichtet man sich durch das Unterschreiben. Und natürlich gibt es keine Pflichten für Energiekonzerne, sondern es gibt den Konzernrechte. Und die Art, wie diese Rechte durchgesetzt werden, ist das, was Nick bereits erklärt hat, durch die privaten Schiedsgerichte und ISDS-Verfahren. Und diese Schiedsgerichte existieren, um mögliche Konflikte zwischen Investoren und Staaten beizulegen. Das ist eine Strategie, die auch viel angewendet wird, um Konflikte zwischen verschiedenen Konzernen beizulegen. Und es handelt sich um einen privaten Weg, Konflikte beizulegen. In Fällen von zwei privaten Unternehmen kann man sagen, das ist okay, denn es handelt sich um zwei private Parteien, die einen Konflikt zu beilegen. Aber wenn dieses System übertragen wird auf Konflikte zwischen Staaten und privaten Unternehmen, dann bedeutet das, dass unser aller Geld betroffen ist und öffentliches Interesse davon betroffen ist. Wenn ein Investor und ein Staat auf dasselbe Level gehoben werden, dann ist das ein bisschen merkwürdig. Der Investor ist der einzige Partei, die in der Lage ist, eine Klage vorzubringen, und der Staat kann sich nur verteidigen. Und was wir untersuchen, ist
das TNI. Und was wir gefunden haben, ist, dass diese Art von Schiedsgericht sehr voreingenommen ist. Sie untersuchen nur das Handelsabkommen und berücksichtigen keine anderen Faktoren, wie zum Beispiel Gesundheit oder Umweltauswirkungen. Es gibt mehr und mehr Fälle weltweit und in 70% der Fälle ist die Entscheidung für den Kläger, also die Investoren. Es gibt viel Kritik an diesem Verfahren. Zum Beispiel ein zentraler Teil der Kampagne gegen TTIP war, dass es dieses Konzept von ISDS-Verfahren beinhaltete. Es wurde vom EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, anerkannt, dass dieses Schiedsgerichtsverfahren nicht verfassungsgemäß ist, da es nationale Gesetze aushebelt, denn die Konzerne können direkt zum Schiedsgerichtsverfahren übergehen. Die Schiedsrichter, die bestimmen, was es gibt keinen Weg zu regulieren, wie die Investoren dieses System ausnutzen können, da die Schiedsrichter private Richter sind. Es ist außerdem auch ein koloniales System, da dieses System erfunden wurde nach der Dekolonisierung, um bestimmte Rechte von ehemalig kolonialen Staaten weiter zu schützen. Wenn wir diese Themen diskutieren, wird uns immer gesagt, aber Investoren brauchen ein System, das ihre Investitionen beschützt. Sind internationale Tribunale etwa nicht fair genug für sie? Dieses System wurde viel kritisiert von AkademikerInnen und JuristInnen. Aber trotzdem, bei allen Dingen, die neu verhandelt wurden, wurde dieses System nicht geändert. Und jetzt ist die Energiecharter-Verhandlung gibt es viele Fälle von Klagen, die sich darauf beziehen. Aber es könnte in der Zukunft auch noch viel mehr Fälle geben. Es gibt eine neue Studie, die Zahlen veröffentlicht hat, die sagt, dass 345 Millionen Euro auf uns zukommen könnten in Entschädigungszahlungen. Und ein Fall, um ein Beispiel zu geben, sind zwei deutsche Unternehmen, die eine Klage gegen die Niederlande eingereicht haben, da es ein Gesetz gibt, das verhindern würde, dass Elektrizität, die von fossilen Brennstoffen kommt, ins Netz eingespeist wird. Und dadurch sahen die deutschen Unternehmen ihre Investitionen gefährdet. Uniper, das bereits einmal vom deutschen Regierung gerettet wurde, wurde von der deutschen Regierung dazu gebracht, diese Klage zurückzuziehen. Aber das ist ein Beispiel für das, was passieren kann und in der Zukunft passieren könnte. Ein weiteres Beispiel von einem britischen Unternehmen, das die italienische Regierung verklagt hat, da ihm Exploration von
Bergbaumöglichkeiten verboten wurde. Und was wir sehen, ist, je mehr Regulationen es geben, fossile Brennstoffe gibt und was wir brauchen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen möchten, ist, wir können also sehen, es gibt einen klaren Konflikt zwischen Klimaschutzrichtlinien und Unternehmen. Wie ich gesagt habe, ist die Energy Charter Abkommen, das nicht so bleiben kann, wie es vor 30 Jahren ausgehandelt wurde, denn wir haben viele Veränderungen gesehen in dieser Zeit, hat zugestimmt, dass es Neuverhandlungen geben darf und bestimmte Teile des Abkommens modernisiert werden. So diesen August, vor ein paar Wochen, wurde das Endfassung des modernisierten Verhandlungs veröffentlicht. Und es ist nicht so ideal, wie es sein könnte, denn ISDS ist immer noch Teil davon. Aber es ist ein flexibler Vorschlag, dass noch 10 Jahre lang Schutz für fossile Brennstoffe geben wird und danach wir wissen, dass 10 Jahre kein guter Zeitraum ist, wegen der starken Notwendigkeit durch den Klimawandel. Wir als Aktivisten sagen, der modernisierte Text ist immer noch genauso schlecht, wie es vorher war, aber es gibt noch genug Zeit, um dieses Abkommen zu verhindern. Ja, die modernisierte Fassung ist veröffentlicht, aber sie ist noch nicht unterschrieben worden. Die einzelnen Mitgliedstaaten müssen noch einzeln unterschreiben und es gibt bereits Länder, die verkündet haben, dass sie den neuen Vertrag nicht anerkennen werden, zum Beispiel Spanien. Der spanische Minister für ökologische Transformation hat gesagt, dass sie den neuen Vertrag nicht unterschreiben wird. Die deutsche Regierung hat außerdem Bedenken gegen die modernisierte Fassung geäußert. Die Niederlande haben außerdem auch im Parlament darüber gesprochen, die modernisierte Fassung nicht zu unterschreiben. Wir als Bewegung tun alles, was wir können, um diese Informationen der Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Wir sagen, dass es ähnlich wie beim TTIP, es ist wie beim Vampir, wenn Licht darauf kommt, dann stirbt es. Und was wir tun wollen, wir wollen zeigen, was an diesen Abkommen so schlimm ist. Es handelt sich nur um eins von vielen Abkommen. You've got your own microphone and yeah, no. Du hast dein eigenes Mikrofon und Luciana wird etwas mehr über die Nord-Süd-Beziehung zwischen der EU und Südamerika erzählen. Das funktioniert. Also, guten Tag. Willkommen zum Handelsforum. Es ist spannend. Ich schweife zuerst gleich mal ab und nachher komme ich auf den Punkt zurück. Ich habe mir gedacht, es ist toll, dass ihr hier seid, das freut mich. Aber es sind doch sehr wenige und das ist das Handelsforum. Und ich habe mir gedacht, ist doch interessant. Wir sehen die Handelsprobleme als Handelsprobleme. Nick hat das schon gesagt, Handel ist nicht nur Handel.
All das, was wir jetzt besprechen, das geht über die Landesgrenzen hinaus. Und dass Konzerne sehr viel Wert darauf legen, dass sie ihre Abkommen durchkriegen. Und darum geht es im Handel. Und es sollten so viel mehr Leute her sein und Handel diskutieren. Und darum haben wir an der Wandtafel auch, wie damals in der Schule, etwas aufgeschrieben. Es ist ein kleines Diagramm, das aufzeigt, wie diese Handelsabkommen immer wieder weiterentwickeln, und zwar in den letzten 25 Jahren. Lucia hat die Energie, der Vertrag über die Energiecharta erwähnt, über das ECT. Und gleichzeitig wurde das NAFTA, das nordamerikanische Handelsabkommen, umgesetzt. Es gibt auch bilaterale Handelsabkommen. Und in den 90ern gibt es noch weitere. Und da wurden die Gesetze für die ganze Welt geschaffen. Das war das Ende der Sowjetunion und so sollte internationaler Handel aussehen. Wir haben auch die Welthandelsorganisation da und das ist nicht gerade ein Abkommen, sondern viel mehr. Und dann gibt es eine zweite Stufe. Denn ALCA, das Freihandelsgebiet in Amerika, wir können die Texte vergleichen. Es gibt einige Nerds, die das tatsächlich tun. Wir lesen die Texte. Und wenn wir die Texte lesen, dann sehen wir, wie die Texte immer komplexer werden. Sie beinhalten immer mehr andere Probleme, die nicht im NAFTA eingeschlossen waren. Und dann eine dritte Stufe. Da sind wir bereits nach 2010. Wir haben die Transpazifische Partnerschaft und TTIP. Da wissen Sie sicher viel Bescheid. Ich persönlich kenne TPP besser, denn einige lateinamerikanische Länder sind Teil des TPP. Es ist ein bisschen ein seltsames Konstrukt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in der Geografie geschlafen habe, aber offenbar ist das Vereinigte Königreich nicht im Pazifik. Und im TPP und TTIP haben wir einerseits zu viele T's und P's, aber andererseits auch komplexere Strukturen. Ganz besonders dazu, was Staaten bürokratisch und administrativ tun können und welche Gesetze sie erlassen können. Also wie diese Instrumente sind ein mächtiger Tintenfisch geworden. Sie wollen alles in diesen Abkommen drin haben. Wir haben ein Kapitel gefunden, das war 25, 30 Seiten lang. Und es geht um regulatorische Kohärenz. Also Staaten können sich nicht so bewegen wie früher, denn diese Abkommen wurden zu Blöcken. Und sie verhindern Aktionen des Staates. Und dann haben wir 30 Kapitel im TPP. Und aus diesen 30 Kapiteln sind nur 5 Kapitel, in denen es um Handel geht. Um was geht es in den anderen 25? Nun, es geht um Investitionen, es geht um Dienstleistungen, finanzielle Dienstleistungen, E-Commerce und intellektuelles Eigentum, regulatorische Kohärenz und so weiter und so fort. Also viele Kapitel, die darum drehen, was Staaten tun und lassen können. Und darum bin ich schockiert, dass es nur wir sind. Wir als Aktivisten sollten das besser erklären können. Die Leute glauben, dass Handel nur Wirtschaftler und Anwälte etwas angeht. Doch wir versuchen es den Menschen zu erklären, dass diese Handelsabkommen sehr viel weitere, weitläufige Auswirkungen haben. Und jetzt wollen wir darauf zurückkommen, wie wir diese Auswirkungen analysieren. Also nach 1993, da wurden die Abkommen verhandelt, 1994 wurden sie erstmals umgesetzt. Und schon 1994 gab es Widerstand gegen die Abkommen. Und Aktivisten in Mexiko und in den USA, sie wussten nicht wirklich, was passieren würde. Der Text
war da, aber sie wussten nicht, wie darauf reagieren, denn das war neu. Und jetzt haben wir 30, 25 Jahre, die wir analysieren können. Und wir sollten sie auch analysieren. Und das haben wir in Lateinamerika getan. Und wir haben das zwar getan, aber wir haben immer noch viel vor. Wir brauchen mehr Leute, mehr Köpfe, die sich darum kümmern. Wir brauchen mehr Wissen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu analysieren. Und da wegen den Freihandelsabkommen. Jetzt kann man sich fragen, warum haben die Länder diese Abkommen überhaupt unterzeichnet? Wussten sie das nicht? Sind es Verräter? Haben sie ihre eigenen Länder verraten? Was haben die sich gedacht? Nun, in Lateinamerika war es so. Es gab hauptsächlich zwei mögliche Erklärungen. Einerseits waren und sind lateinamerikanische Länder, wie zum Beispiel Argentinien, in einer Schuldenkrise. Also wenn man sieht, wie diese Verhandlungen verliefen, 91, 92, 93, dann traten sehr viele lateinamerikanische Länder in die Investitionsabkommen ein. Und es gab viel Druck, zum Beispiel von der deutschen Regierung, dass sie zum Beispiel die argentinischen Schulden mit einigen der Fonds zahlen würden. Es gibt also eine starke Verbindung zwischen der Schuldenkrise in Argentinien und dem Freihandelsabkommen. Ein zweiter Grund, es gab sehr viele Versprechen. Und heute sehen wir, die Verhandlungsteilnehmer machen immer noch genau das Gleiche. Sie versprechen das Gleiche wie damals. Und die Menschen glauben es. Also Menschen ganz allgemein, aber auch kleine und mittlere Unternehmen. Eigentlich sollte man es genau sehen in Kolumbien, in Chile, in Peru. Die Handelsabkommen haben die industriellen Mechanismen beeinflusst. Also man kann doch wissen, dass sie das im eigenen Land auch tun. Versprechen waren zum Beispiel eine höhere Anstellungsquote. Einer sagte, mit diesem Abkommen müssen andere Mexikaner nicht mehr in die USA auswandern. Das war 1993. Ja, das sehen wir ja, wie das funktioniert hat. Wir haben ganz Südamerika im Freihandelsabkommen gesehen. Und trotzdem gibt es eine riesen Auswanderungswelle nach Norden. Die industrielle Situation in Zentralamerika wurde entwaffnet. Die Länder sind Exporteure von Rohmaterialien. Also der zweite Punkt, wenn man das Abkommen unterzeichnet, kann man dann zum Beispiel weitere Produkte verkaufen. Doch wir sehen, was passiert ist. Das Chile-EU, das Mexiko-EU-Abkommen oder Kolumbien-Peru-EU. Wir sehen, dass eigentlich das Gegenteil passiert. Und das wird nur noch verstärkt. Ganz Südamerika verkauft er in die EU hauptsächlich Sachen aus dem Meer, so Shrimps, Fisch, Thun zum Beispiel, in Dosen, dann Produkte aus dem Urwald, Früchte, Kaffee, Kakao und gewisse Blumen. Und, in der Erde haben wir auch Mineralien. Lithium zum Beispiel, Gold haben wir auch, Öl natürlich und Gas. Kolumbien verkauft viel Öl und Gas in die EU. Und wir haben auch Produkte auf den Feldern, Soja, Weizen. Jedes lateinamerikanische Land verkauft ungefähr diese Produkte, und zwar in die EU. Und was verkauft die EU nach Lateinamerika? Sie verkaufen Motoren
Flugzeuge, Autos, Helikopter, Impfungen, Medizin, Antibiotika, Chemikalien ganz allgemein. Also hier gibt es ein ganz kleines Ungleichgewicht, was den Handel angeht. Und das ist ein Problem. Denn wir haben das erlebt. Die Freihandelsabkommen für den globalen Süden, ich spreche hauptsächlich von Lateinamerika, weil ich mich da besser auskenne. Die Freihandelsabkommen haben Extraktivismus im Süden verstärkt. Und der Energiewandel in Europa und die neuen Abkommen, zum Beispiel die neuen Abkommen mit Chile und Mexiko, sie erreichen etwas anderes. Sie sollen Firmen in Europa Zugang zu Lithium garantieren. Und so können Batterien für zum Beispiel elektrische Autos hergestellt werden. Und in Europa haben wir den Energiewandel, das ist toll. Doch in Lateinamerika haben wir den Handelsmechanismus. Also die EU braucht oder missbraucht den Handelsmechanismus dazu, um eben Lithium für den Energiewandel zu bekommen. Und was bringt das? Nun, einerseits all die Konsequenzen. Und die bleiben eben in Regionen, die geopfert werden, zum Beispiel in den Anden. Und jetzt habe ich eine Frage, auf die ich wahrscheinlich die Antwort habe, aber wir müssen die Frage stellen. Können wir über einen neuen grünen Deal sprechen, über Energiewandel mit Freihandelsabkommen? Und ich glaube, nein, das können wir nicht. Und ich glaube, deshalb ist es klar, dass die Handelsabkommen mehr beinhalten als Handel. Es geht um Kapitalismus in unserer Gesellschaft und mit diesen Freihandelsabkommen können wir die Gesellschaft nicht wirklich ändern. Danke. Thank you so much, Luciana. Danke, Luciana. Und jetzt, Thomas, bitte erzähl uns, worum geht es jetzt bei CETA und warum ist es so wichtig? Zusammen. Vielen Dank auch für die bisherigen Vorträge. Es war im Grunde, also ich bin froh, dass das hier so betont wurde, dass es in der Handelspolitik natürlich um viel mehr als um Handel geht. Im Grunde waren es tolle Vorträge über das, was wir in der AG Welthandel und WTO bei ATTAC hier in Deutschland, womit wir uns beschäftigen. Ich bin seit 6 Jahren dabei, aber die AG ist im Grunde direkt nach der Gründung von ATTAC Deutschland gegründet worden. Damals ging es ja um die WTO, um GATS. Deswegen, ich würde also auch noch, Nick, du hast 3 Aspekte genannt. Regulation, intellektuelle Rechte und Investitionsschutz. Ich würde auf jeden Fall auch noch die Dienstleistungen mit hinzunehmen. Vielleicht hast du deswegen nicht mehr darüber gesprochen, weil das im Grunde schon erledigt ist, ja, weil vieles schon privatisiert wurde und dem Markt geöffnet wurde. Vor 6, 7 Jahren ging das ja dann los mit TTIP. Wir haben dann also uns natürlich schwerpunktmäßig auch darum gekümmert. Ich bin, wie gesagt, damals dann auch dazugekommen und seitdem dann das Europäische Parlament zugestimmt hatte, das war Anfang 2017 und Trump ja ungefähr gleichzeitig an die Präsidentschaft kam. Ja, da hieß es dann, also Trump hat sich ja auch so ein bisschen rhetorisch gegen den Freihandel gewandt, hat ja da auch NAFTA neu verhandelt und was ja immerhin bemerkenswert ist, dass ja in dem neuen, also in dem Nachfolgeabkommen von NAFTA ja der Investitionsschutz in der Tat nicht mehr drin ist. Jedenfalls damals hieß es, ja, ihr seid ja Parteigänger von Trump, wenn ihr euch gegen TTIP und CETA wendet. Die Luft war so ein bisschen raus, es hat die Öffentlichkeit einfach nicht mehr so richtig interessiert, auch die Journalisten haben praktisch dicht gemacht und man hat die ganze Zeit gewartet,
bis das Bundesverfassungsgericht über die, ich glaube, es waren 5 oder 6 CETA-Verfassungsbeschwerden entscheidet, die eben damals 2016 eingereicht worden sind. Also man hat auch viel früher mit der Entscheidung gerechnet. Sie ist dann jetzt erst im Februar oder März diesen Jahres gekommen. Ja, also so lange hat das Thema praktisch geschlafen und auch die Politik hat gesagt, gut, wir warten das jetzt erstmal ab. Also ich meine jetzt die deutsche Politik, denn CETA ist ja ein gemischtes EU-Freihandelsabkommen, wo auch die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten an der Regierung, an der Ratifizierung teilnehmen. Bei den Nachfolgeabkommen hat man das ja dann anders gemacht, die hat man dann als reine Handelsabkommen deklariert, um sie praktisch ohne die nationalen Parlamente beschließen zu können. So, jedenfalls war jetzt also das Urteil des Bundesverfassungsgerichts der Startschuss dafür, dass CETA jetzt hier wieder in Deutschland auf die Agenda kam. Die CDU hat, glaube ich, sechsmal, da muss dann so ein Zustimmungsgesetz formuliert werden, das wird dann ins Parlament eingebracht. Und die CDU hat also eins formuliert und hat das, glaube ich, sechsmal inzwischen schon in den Bundestag eingebracht. Und die Grünen, die jetzt in der Regierung sind, wir haben ja jetzt seit Herbst eine sozialdemokratische, grüne und liberale Regierung, also eine Koalition. Also die Grünen meinten dann irgendwann so, wir bringen das jetzt mal von uns aus auch in den Bundestag ein, um praktisch den Stier bei den Hörnern zu packen. Und wir wollen aber noch was erreichen. Wir wollen diesen Investitionsschutz, worüber Lucia und ja vor allem Lucia geredet hat. Wir wollen den entschärfen. Also der ist in CETA sowieso schon ein bisschen entschärft. Das ist allerdings mehr Kosmetik als wirklich eine substanzielle Änderung. Aber die Grünen haben nun gesagt, wir werden also am Ende nur zustimmen, wenn Erklärungen verabschiedet werden, die diesen Investitionsschutz entschärfen. Also die Formulierung ist, er soll nicht missbraucht werden können. Also dieses Verbot, dass Investoren nicht fair behandelt werden und so, das ist ja das Problem, dass man das eben sehr weit auslegen kann. Da sollen also jetzt Erklärungen gefunden werden, die das entschärfen, sodass das enger gefasst wird. Also das ist alles sehr vage. Jedenfalls haben die Grünen gesagt, sie werden also nur zustimmen, wenn es diese Erklärungen gibt. Und wenn es die nach Meinung der Grünen zufriedenstellend gibt, soll dann aber nach der Sommerpause die zweite und dritte Lesung erfolgen. Das heißt, CETA soll dann im Bundestag beschlossen werden. Dann wäre also Deutschland ein Land mehr, was CETA ratifiziert hat. Es fehlen noch eine Reihe anderer Länder, zum Beispiel Belgien oder Italien oder Frankreich. Also das heißt, CETA wäre damit nicht endgültig ratifiziert. Aber für uns hier ist es jetzt also der Startschuss, um uns dann nochmal vermehrt gegen zu wenden. So, das war im Grunde jetzt die Herleitung, warum es also hier wieder aktuell ist. Was uns jetzt wichtig ist oder was wir denken, ist, dass man, wir haben ja eben, also das ist ja im Grunde jetzt Zufall, dass das zusammentrifft, oder vielleicht ist es auch kein Zufall, aber jedenfalls, wir haben jetzt hier diese Lage durch den Angriffskrieg der Russlands gegen die Ukraine und diese ganze, ich weiß nicht, ob man das, ich nehme an, das kriegt man im Rest Europas auch mit, also Putin dreht ja jetzt immer mehr den Gashahn zu, oder jedenfalls müssen wir uns hier fragen, und es wird unsicher, ob wir im Winter genug Gas haben, um unsere Wohnung zu heizen zum Beispiel. Also ich habe auch eine Gasheizung zu Hause. Ich habe mir schon überlegt, dass ich zur Not irgendwie mich nur in der Küche aufhalte oder so. Ja, also jedenfalls ist das die derzeitige Lage und natürlich auch die politische Situation, dass man eben Russland natürlich da Einhalt gebieten will. Und in dieser Situation ist das Argument jetzt, und ich denke auch so die Sichtweise vieler,
Mensch, lass mich in Ruhe mit den ganzen Problemen, die es bei CETA gibt. Wir müssen jetzt mit den Kanadiern hier zusammenarbeiten. Das sind doch unsere guten Freunde und die sind doch also tadellos demokratisch. Und also wenn wir mit denen jetzt nicht kooperieren können, mit wem dann sonst? Ja, also unser grüner Wirtschaftsminister ist ja sogar nach Katar gefahren und hat da also Verträge abgeschlossen zur Lieferung von Gas. Und dann muss das also mit Kanada doch erst recht gehen. Wie gesagt, ich denke, das ist aktuell praktisch die Diskurslage. Und ich weiß nun zufällig, oder ja, also ich weiß nicht, ob jemand die, also ich wusste nun zufällig, es gibt diese Umweltorganisation hier in Deutschland, Urgewalt nennen die sich, die haben sich einen Namen gemacht damit, dass sie aufzeigen, welche Unternehmen wie in fossile Energien investieren, damit jene Anleger, die dann also sich nachhaltig ausrichten wollen, ihre Finger von diesen Investitionen, diesen Unternehmen lassen. Ja, das ist die Idee der fossilen Energie, praktisch einfach die Finanzierungsgrundlage zu entziehen. Also ich finde, die machen da eine sehr gute Arbeit. Jedenfalls wusste ich nun zufällig, dass die im Rahmen dieses Projektes, was sie da haben, auch eine Liste haben von 25 Projekten weltweit, die also besonders skandalös sind, weil entweder das Klima besonders geschädigt wird oder die Rechte der Indigenen besonders verletzt werden. Also so verschiedene Kategorien, ja. Und von diesen 25 Projekten weltweit liegen also 5 in Kanada. Also damit ist Kanada absolut Spitzenreiter in der Welt. Ein 6. Projekt liegt noch in den USA und dient auch dem einem Pipeline-Projekt, was auch dem Transport kanadischen Öls oder Gases dient. Deswegen, ich denke, was man derzeit machen sollte, ist wirklich auf diesen Widerspruch hinzuweisen, also einmal dieses Narrativ so ein bisschen zu erschüttern, dass Kanada so ein wahnsinnig unproblematischer Partner wäre, zumal auch bei allen diesen Projekten die Rechte der Indigenen also regelmäßig einfach links liegen gelassen werden. Das eine ist eben, ob man kurzfristig Krisenpolitik betreibt. Das kann man sicherlich verstehen, dass man das in der jetzigen Situation macht, weil es wirklich unsicher ist, wo das Gas eventuell herkommt im Winter. Krisenpolitik ist eben das eine. Und langfristige Rechtssicherheit, die durch solche Handelsverträge geschaffen wird, ist eben was ganz anderes. Das eine ist eben dieser Investitionsschutz, von dem wir gehört haben. Ja, da ist es ganz klar, das ist über Jahrzehnte hinaus, weil es ja auch diese Klauseln gibt, dass das dann noch 20 Jahre weiter in Kraft bleibt, wenn man das kündigt und so weiter. Also da wird über Jahrzehnte hinaus werden diese Investitionen abgesichert und es geht aber auch schon im Grunde los. Im Moment wird CETA ja schon vorläufig angewendet, das heißt, es ist eigentlich schon in Kraft, bis auf eben vor allem diesen Investitionsschutz und auch die normalen Liberalisierungsverpflichtungen. Ja, dass man eben die Waren einfach eben reinlassen muss. Auch die hindern natürlich die Politik schon daran, zu sagen, okay, jetzt haben wir den Winter überstanden und jetzt wollen wir vielleicht das kanadische Teersandöl doch nicht mehr haben. Also allein dieses kanadische Teersandöl, wo einige sicherlich schon mal von gehört haben, das ist also eine Fläche größer als England. Da stand eigentlich Urwald, und zwar ist das so ein besonderer Urwald, weil das ja also nördliche Breiten sind. Dieser Urwald hat doppelt so viel CO2 gespeichert, wie das der tropische Regenwald tut. Und wie gesagt, eine Fläche größer als England. Und um also an dieses Öl zu kommen, was praktisch, was in diesem Teersand steckt, ja, der Teersand liegt unter den Bäumen. Das heißt, man muss die Bäume erstmal abrasieren.
Das heißt, das ganze CO2, was in diesen Bäumen gespeichert war, ist schon mal in die Atmosphäre freigesetzt worden. Dann ist es so, wenn man alleine das Teersandöl, was man da aus dem Boden holen möchte, wenn man das alles wie geplant verbrennt, dann ist allein durch dieses Verbrennen schon so viel CO2 freigesetzt, dass das globale Klima, dass die globale Temperatur um 0,4 Grad ansteigt. Das würde uns also im jetzigen Stand, das würde also schon ausreichen, um die Erde über das 1,5 Grad Ziel hinüberzukriegen. Und dann ist noch als dritter Aspekt bei diesem Verfahren, wie man also dieses Teersand aus dem Boden holt, ich weiß nicht, wird auch Methan oder irgendwas frei, also es ist auch nochmal mit einer sehr großen Emission von Klimagasen verbunden. Das heißt, wenn man diese drei Aspekte zusammennimmt und nur dieses eine Projekt mit dem Teersand nimmt, ja, das ist eins von diesen fünf kanadischen Projekten, die in dieser Liste von Urgewalt stehen, dann ist allein das schon im Grunde untragbar, wenn man dem Klima überhaupt noch irgendeine Chance geben will. Und wie gesagt, solche Freihandelsverträge schaffen eben langfristige Rechtssicherheit und es ist von daher völlig unverantwortlich, so einen Vertrag zu beschließen mit einem Land, wo also solche fossilen Projekte betrieben werden. Ich habe jetzt schon hier die Zeitansage bekommen, deshalb noch ganz kurz, also vom 19. bis 24. September gibt es eine Aktionswoche, das hat das bundesweite Netzwerk Gerechter Welthandel beschlossen, wo ATTAC mitarbeitet. Und wir haben also als AG Welthandel und WTO draußen auch einen Stand, wo also Informationen und Flyer und auch zu der Aktionswoche und so weitere Informationen zu finden sind. Thank you so much, Thomas. Vielen Dank, Thomas. Ich glaube, da haben wir viel, das hier falsch läuft mit unserem momentanen Handelssystem. Habt ihr Fragen, Gedanken? Nur noch ganz kurz möchte ich von den Leuten, die am Panel hören, im Moment, was wir tun mit den Handelsabkommen. Welche Siege haben wir bereits errungen? Ich glaube, wir haben da schon ein bisschen, was wir erreicht haben, aber wir müssen immer noch weiter kämpfen. Nick, warum fängst nicht du an? Okay, was wir wollen, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was diese Handelsabkommen tun. Wir wollen, dass wir mit dem Klimahandel umgehen können, dass wir das dürfen, dass wir ermutigt werden, Kapital zu regulieren, Investitionen zu regulieren. Und das liegt im öffentlichen Interesse. Und ich glaube, das ist nicht so utopisch, wie das vielleicht klingt. Schauen wir uns mal an, wie das heutige Handelssystem nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde. Klar, der Gedanke dahinter waren tiefere Zölle und natürlich auch weniger Arbeitslosigkeit. Das hilft wahrscheinlich der Entwicklung. Und wenn das nicht hilft, dann lassen wir das. Aber es gibt so viele Ausnahmen. Das ist das Handelssystem, das es gab vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1980er. Ich sage jetzt nicht, dass das System damals perfekt war. Aber auch im Zusammenhang mit dem Kapitalismus war das auch eine sehr andere Art zu handeln. Und die Wörter, also die Bedingungen im Handel, die sind gegen den Großteil der Welt. Sie verkaufen uns Rohmaterialien, Metalle und wir machen das ganze teure Zeug, Dienstleistungen. Und da sehe ich jetzt nicht ein, wie sich irgendein Land in dieser Beziehung weiterentwickeln kann. Kein Land wird reichen, dem es Avocados verkauft. Es braucht eine Ermutigung, eine Förderung von regionalen Handelssystemen. Und
Das ist etwas ganz Aufregendes, das wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben. Viele Regierungen in Lateinamerika haben ein alternatives Handelssystem aufgebaut und so sind sie nicht mehr von diesen imperialen Ländern abhängig. Es baut auf Solidarität auf und nicht auf reinem Wettbewerb. Es ist nicht so weit verbreitet, wie wir es gerne hätten, aber es gibt doch immerhin einen gewissen Rahmen in einigen Ländern, besonders im globalen Süden. Und sie zeigen, wie man in einem ganz anderen Rahmen handeln kann. Ja, diese Frage wird uns sehr häufig gestellt. Wir haben nicht die Alternative. Was ist eine Alternative zu Energiechartervertrag? Wir wollen natürlich das Sagen haben mit unserer Energie, aber das passiert nicht einfach so mit diesem Vertrag. Und es sind schlussendlich nur große Konzerne, die von diesen Verträgen profitieren. Und die sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie ihren Reichtum auf der ganzen Welt verteilen. Also zuerst müssen wir das einsehen. Wir müssen aufhören, diese Freihandelsabkommen zu verteidigen. Es ist wirklich schwierig, wenn man sagt, man will keine Freihandelsabkommen, dann wird sofort gedacht, dass man keinen Fortschritt will. Also wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen dieses Dogma demythifizieren, dass man Freihandelsabkommen braucht für Investitionen. Denn es wurde bereits belegt, dass es nicht so ist. Die OECD hat auch einige Berichte verfasst, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Freihandelsabkommen und mehr Investitionen oder ausländischen Investitionen in den Ländern. Und so sind diese Verträge halt. Und wenn man also nicht davon pressiert, warum gibt es denn die Abkommen überhaupt? Nun, schlussendlich sind wir, die Bürgerinnen und Bürger, diejenigen, die leiden. Die Konzerne werden nur reicher und reicher. Und wir haben Ölkrisen, während die Reichen wieder reicher werden. Sie verteilen den Reichtum nicht und sie eliminieren sämtliche Kompetition. Es ist immer schwieriger, im Energiesektor konkurrenzfähig zu bleiben. Denn nicht alle haben diese Verträge, die sie schützen. Also es braucht eine Alternative zum ECT. Also das soll die nationale Infrastruktur unterstützen im Energiewandel. Denn ein nachhaltiger Energiewandel, da darf es auf keinen Fall sein, dass große Konzerne das System wieder monopolisieren. Wir müssen also das ganze System ändern, wenn wir uns auf nachhaltige Energien konzentrieren. Es werden wahrscheinlich die gleichen Firmen sein, die uns durch die Energiewenden führen. Doch eigentlich sollte es darum gehen, dass das System dezentralisiert werden. Kleinere Projekte brauchen mehr Aufmerksamkeit. Natürlich brauchen wir viel Investitionen und das wird aber nicht unbedingt durch das ECT angezogen, sondern auch durch neue Infrastruktur, durch neue nationale Richtlinien, Infrastrukturen, die umgesetzt werden, eben besonders im erneuerbaren Sektor. Und da sollten wir investieren und nicht in die Freihandelsabkommen. Wir müssen auch sagen, dass all diese Abkommen Millionen von Euro kosten, besonders die Klagen. Und jetzt sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, wer von diesen Millionen profitiert. Ich kann nur so viel sagen, wir sind es nicht. Wir arbeiten auch daran, Mechanismen zu finden, um Konzerne zu kontrollieren, wie zum Beispiel Menschenrechts, dass sie den Menschenrechten folgen.
Also Investitionsgesetze werden immer komplizierter und gleichzeitig wird das Völkerrecht, Menschenrecht immer weniger wichtig. Und das ist einfach aus dem Gleichgewicht geraten. Also so da hinten gehen wir immer weiter. Wir haben spezielle Gerichte für die Konzerne, aber Menschenrechte, da haben wir keinen Fortschritt. Also eine Alternative, wir brauchen bindende Gesetze für Konzerne, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, aber das läuft nicht so gut. Da haben wir jetzt, glaube ich, nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Aber auf unserer Webseite finden Sie mehr Informationen. Genau, geht auf unsere Webseite, das ist die Alternative. Was mich angeht, da haben wir viel darüber gesprochen bei den lateinamerikanischen Organisationen. Welche Alternativen gibt es? Also erstens, was wir wollen keine Freihandelsabkommen mehr, keine neuen mehr, keine einzige. Denn sie sind alle schlecht. Man kann sie nicht verschönern. Man kann nicht ein Kapitel zu Geschlecht und Handel hinzufügen. Zum Beispiel beim Argentinien-Chile-Abkommen. Sie haben ein fünfseitiges Kapitel hinzugefügt. Und Sebastian Piñera hat gesagt, das ist ein sehr modernes Freihandelsabkommen wegen diesem Kapitel. Und so wollen sie die feministischen Bewegungen ruhig stellen, indem sie dieses Kapitel hinzufügen. Doch dieses Kapitel ist nicht wichtig. Die wichtigen Kapitel sind diejenigen, die die Schiedsgerichte erlauben oder die es für andere Länder, anderen Ländern verunmöglichen, sich zu industrialisieren. Es fühlt sich so an, als ob die EU einfach sagt, ja, komm, nehmt den Vertrag, geht spielen. Wir wollen keine bilateralen Abkommen mehr. Und jetzt sage ich etwas ganz Radikales. Ich werde es etwas schön formulieren, aber es ist sehr radikal. Wir wollen wissen, wie viele Auswirkungen die Abkommen haben. Und das klingt etwas sozialistisch. Das sind doch die Grundlagen. 25 Jahre von Freihandelsabkommen. Und die Regierung können keine positiven Auswirkungen zeigen. Also wir wissen, dass wir die Vernunft auf unserer Seite haben. Wir brauchen aber technische Diskussionen. Es ist zwar langweilig, es ist Gesetz, langatmig, aber wir brauchen mehr Leute, die mitdiskutieren. Wir brauchen politische Diskussionen mit Parlamentariern, mit Entscheidungsträgern, mit den Medien auch. Das ist nur ein Beispiel. Die Regierung von Chile, die Boric-Regierung, hat immer wieder gesagt während seines Wahlkampfs, er wird überarbeiten, dass Chile in der transpazifischen Partnerschaft dabei ist. Und die Regierung sagte immer wieder, das ist so radikal, sie wollen uns von der Welt abschneiden, dann werden wir nie wieder was importieren können, wir werden keine Grundnahrungsmittel mehr haben. Und jetzt kauft Chile so viel ein, Erbsen aus Kanada. Und Erbsen, die Chilener anbauen können, werden vom nördlichsten Land Amerikas in das südlichste Land Südamerikas transportiert. Und Ecuador hat das getan. Ecuador hat gezeigt, wie das uns schadet. Und dann können wir über Alternativen diskutieren. Doch erstmal müssen wir die richtigen Zahlen wissen und dann können wir darauf aufbauen. Thomas, please. Ja, also eine kleine Ergänzung zu diesem Aspekt mit den Zahlen. In der Bundestagsdebatte, jetzt als CETA eingebracht wurde, hat eine Abgeordnete also ganz, ganz stolz berichtet, durch CETA wird das Bruttosozialprodukt um 12 Milliarden Euro wachsen.
Ja, also 12 Milliarden Euro, das ist nichts. Ja, also wir haben Bruttosozialprodukte in der EU, ich glaube 2017, als es anfing mit CETA, die vorläufige Anwendung von 17 Billionen Euro. Ja? Also 12 Milliarden Euro ist nichts. Und das wird also stolz verkündet als großer wirtschaftlicher Impuls. Und irgendwie keinem fällt es auf so richtig. Ja? Und das ist ja auch nur einmal. Also das ist ja für ein Jahr. Wenn man jetzt die Effekte auf 15 Jahre verteilt, dann ist es weniger als nichts. Ja? Dann, okay, also ja, ich kann an vieles anknüpfen, was schon gesagt wurde. Ich möchte mal, also bei der Frage nach den Alternativen, ich denke, wir müssen wieder dazu zurückkommen, dass das Völkerrecht, genauso wie wir das ja auch von unserem Recht im Inland verlangen, einfach wieder der Gesellschaft dient und den Menschenrechten dient und die Menschenwürde an oberste Stelle stellt. Und heute natürlich auch die Rettung des Klimas ermöglicht. Dafür brauchen wir also, es wurde ja, ich glaube, es ist von Luciana in ihrem Vortrag vorhin gesagt worden, dieses ganze Freihandelsregime, also das sind diese bilateralen Verträge, das sind aber natürlich auch die WTO-Verträge, hat sehr starke Durchsetzungsmechanismen und geht deshalb faktisch, auch wenn es von der juristischen Geltung her eigentlich nicht so ist, aber faktisch stehen sie praktisch über den Menschenrechtspakten oder eben auch über dem Pariser Klimaschutzabkommen, ja, weil einfach die Durchsetzungsmechanismen stärker sind. Und das müssen wir beenden. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass das Recht wieder, dass praktisch wieder die Menschenrechte und die Rettung des Klimas an oberster Stelle stehen. Einerseits denke ich, was Nick sagte, ist richtig, wenn man sich betrachtet, wie das Welthandelssystem vor der WTO funktioniert hat, also als es nur das GATT gab, also als nur Zölle gesenkt wurden. Da gab es einfach nicht dieses Hineinregieren des Freihandelsregimes in die nationale Politik, sondern die nationale Politik hatte Spielraum und man hat freiwillig international kooperiert. Und man hat ja eben auch in anderen Bereichen international zusammengearbeitet, etwa indem man im Rahmen der UNO eine Lösung gefunden hat, um die Ozonschicht zu retten, damals mit den Fluorkohlenwasserstoffen. Also man war eigentlich in den 70er Jahren schon auf einem ganz guten Weg, was diese internationale Zusammenarbeit wirklich zur Lösung der großen Menschheitsprobleme angeht. Übrigens im Brandbericht, also das ist 1980 gewesen, ja, ein UNO-Bericht geleitet, diese Kommission vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Willy Brandt, da steht schon die Forderung drin, man sollte doch global Kapazitäten bei den erneuerbaren Energien aufbauen. Also hätte man damals mal, das war vor 40 Jahren, hätte man damals damit angefangen, dann stünden wir da heute woanders. Also jedenfalls, das ist, denke ich, der eine Aspekt, dass dieser Zugriff des Freihandelsregimes weggenommen wird, sodass auch in der nationalen Politik wieder mehr Spielraum ist und damit eben dann auch Freiraum für eine wirklich problemlösungsorientierte internationale Kooperation. Ich will aber auch noch einen zweiten Aspekt einbringen, der jetzt direkt das Völkerrecht betrifft. Es gibt im Völkerrecht diesen Begriff des Jus Cogens. Also ich hatte den bis vor ein, zwei Jahren auch noch nicht gehört. Das sind praktisch, also darunter versteht man praktisch bindende Völkerrechtsnormen, an die sich auch die Verträge halten müssen, die die Staaten untereinander abschließen. Also die Staaten sind ja eigentlich frei, Verträge zu schließen, wie sie möchten. Aber es gibt eben dieses Konzept des Jus Cogens, da sagt man also, bestimmte Dinge sind wie so Verfassungsnormen, die müssen eingehalten werden, da dürfen sich die Staaten in ihren bilateralen Verträgen nicht drüber hinwegsetzen. Das ist zum Beispiel sowas wie Verbot des Angriffskriegs oder die grundlegenden Menschenrechte. Und und ich meine, was wir bei diesem ganzen Freihandelsregime seit Gründung der WTO, also im Grunde die ganze neoliberale Globalisierung hindurch erleben, ist ja, dass sich dieses Freihandelsregime auch völkerrechtlich über die anderen Sachen drüber stellt durch diese starken Durchsetzungsmechanismen. Und ich denke, man muss auch mit diesem Konzept des Jus Cogens arbeiten und sagen, wir die Freihandelsregeln
es geht nicht, dass die sich, dass die, ja, also wir gucken, oder das Völkerrecht muss den Menschen dienen, es muss der Menschenwürde dienen, es muss dem Klima dienen, es muss der Gesellschaft dienen und nicht den Konzernen. Eine Idee ist zum Beispiel zu sagen, das Pariser Klimaschutzabkommen zählt eigentlich zu diesem Jus Cogens. Und jetzt gucken wir mal, jetzt gucken wir uns mal CETA an und die ganzen anderen Verträge. Und wenn wir feststellen, dass diese Verträge eigentlich dem Pariser Klimaabkommen entgegenstehen und ihm widersprechen, dann beantragen wir beim Internationalen Gerichtshof, also praktisch die Nichtigkeit dieser Verträge festzustellen. Also das ist jetzt kein Weg, der jetzt sicher zum Erfolg führt. Das ist aber eine Schiene, wo wir denken, dass man das auch ausprobieren sollte, beziehungsweise man muss, es geht ja auch zunächst mal darum, überhaupt so zu argumentieren, dass man sagt, wir fordern das ein, dass das Völkerrecht wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird und nicht irgendwelchen Konzerninteressen dient, sondern dass das der Menschheit dient. Dafür ist es eigentlich da, beziehungsweise man hat natürlich im Recht immer dieses Hin und Her zwischen grundlegenden Menschenrechten und dann Interessendurchsetzung, aber jetzt ist es wirklich Zeit, mal wieder zu sagen, wir müssen dieses Völkerrecht wieder in den Dienst der Allgemeinheit und der Gesellschaft stellen. Thank you so much. Now it's the time to discuss and ask questions. Jetzt ist Zeit gekommen für Diskussionen und um Fragen zu stellen. Ich möchte euch außerdem die Möglichkeit geben, wenn ihr euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Morgen gibt es noch mehr Möglichkeiten. Morgen um 10 Uhr morgens. Gibt es eine Veranstaltung zum noch nicht ratifizierten und noch nicht fertigen Verträgen, von denen wir noch versuchen zu stoppen. Darüber könnt ihr morgen in dem Workshop von Luciana lernen. Und jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Bitte hebt die Hand. Und wenn ich euch aufrufe, kommt bitte zum Mikrofon und ihr könnt auf Deutsch sprechen oder auf anderen Sprachen. Englisch und Französisch sind auch okay. Ja, für die Translation. Ich denke, die Argumente, warum Handelsabkommen alle schlecht sind, schlecht für die Demokratie und für die Umwelt, die kennen wir alle seit Jahren. Die wurden schon auf anderen Sommerakademien, zum Beispiel in Paris vor einigen Jahren, ausgetauscht. Aber die Frage, wie wir unsere Argumente jetzt durchkriegen, wie wir Druck aufbauen, wie wir mobilisieren, da muss man sich doch nur mal umgucken, dass hier höchstens 2 Dutzend Leute sitzen und daran erinnern, wie das 2014, 15 war mit den großen Demos mit Hunderttausenden Leuten und auch großen Konferenzen. Wie kommt es, dass diese Frage, die ja wirklich wichtig für die Demokratie ist, sozusagen in der Öffentlichkeit nicht mehr präsent ist, dass wir verloren haben, dass wir hatten praktisch, weil ja solche Verträge, wenn sie die EU schließt, nicht mehr gekündigt werden können, haben wir einen Schuss. Wenn wir es jetzt schaffen, dass es nicht ratifiziert wird, weil es nicht alle Länder ratifizieren, dann haben wir eine Chance. Wenn erstmal alle Länder ratifiziert haben, dann kann es im Gegensatz zum Beispiel zum ECT ja nicht mehr, kann ein Land nicht mehr austreten. Dann haben wir verloren. Und wie können wir diesen Druck von unten jetzt mobilisieren, wo die Öffentlichkeit eben nicht mehr interessiert ist? Yeah, thanks a lot for the 4 excellent contributions. And of course, it's always difficult to think about alternatives. And I
danke für diese wunderbaren Beiträge und natürlich ist es immer wichtig, über so etwas nachzudenken. Und natürlich können wir über die vor 1995-Ära nachdenken, aber ist das nicht eine sehr westernzentrische Sicht, das als bessere Zeit zu sehen? Wenn man afrikanische oder andere Länder fragt, die würden das nicht so sehen. Die haben nicht vom GATT profitiert. Und ich denke, das ist etwas, was wir immer bedenken müssen, wenn wir nach Alternativen suchen und müssen über diese GATT-Periode hinausdenken. You, and I wanted, should ask you to state first in which language you're talking. Bitte sagt immer zuerst, in welcher Sprache ihr sprechen werdet. But for the interpreters, I think it's most important that you know. Denn das ist einfacher für die Dolmetscherinnen. I'm James. I'm from Global Justice Now. Ich bin James. Ich bin von Global Justice Now. Und ich möchte betonen ein paar der Siege, die wir errungen haben. Martin hat ja auch danach gefragt. Es ist einfach zu vergessen. Und Luciana, du hast das auch kurz bemerkt. Aber zum Beispiel Ecuador hat 17 ihrer Investitionsverträge gecancelt. Und das bedeutet, wir können uns fragen, das war der letzte von dieser Ära an Regierungen, aber jetzt fängt es wieder an, dass wir Dinge anders tun in vielen Dimensionen und potenziell auch, was den Handel angeht und besonders in Kolumbien, in Chile, wird jetzt viel gesprochen über die Probleme von Extraktivismus, dass wir uns wegbewegen müssen von dieser Art von Wirtschaft. Und ja, besonders Luciana hat auch gesprochen über die verschiedenen Möglichkeiten, die es noch gibt. Jetzt, wir hatten eine Massenbewegung. Wir haben TTIP zurückgeschlagen und diese Dinge verhalten sich in Wellen. Es gab einen Versuch von einem multilateralen Investitionsvertrag, den wir abwenden konnten. Das Energiecharta-Vertrag ist jetzt dran und es sieht aus, dass, wenn es so ist, dass diese Dinge relevant werden und wenn wir es schaffen, sie relevant zu machen, dass dann kommen die Menschen und das Thema verbreitet sich über die SpezialistInnen hinaus. Und ich wollte einfach nochmal anmerken, es gibt hier kleine Booklets, die sich auch viel auf die Klimabewegung beziehen und das Energiechartervertrag mit einbeziehen. Fühlt euch eingeladen, euch eins davon mitzunehmen. Und wir hatten bereits viele Erfolge, dass die Klimabewegung mit einzubeziehen und sie zu überzeugen, dass dieses Thema dafür auch wichtig ist. Ich spreche auf Deutsch. Thomas Dürrmayr von Goliath Watch und ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Also der Sieg damals Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre gegen das multilaterale Abkommen über Investitionen, das war total geil. Ja? Also wenn man sich vorstellt, wir im Passau, Joschka Fischer, dann sagt man dem, hey, kennst du das MAI? Nee und so. Oder damals den Anruf im Wirtschaftsministerium und die schicken dir einfach den Geheimtext zu, ja, mit den Original. Also geile Zeit. Und ich glaube, das müssen wir halt sehen. Es gibt halt Wellen in Politikfeldern. Ja. Finanzmärkte waren mal total cool, da gab es Occupy. Handelspolitik ist halt total unsexy, aber da muss man halt durch. Und das Thema kommt wieder.
Also würde ich uns einfach mehr Mut machen wollen, ja. Und einfach wirklich halt den Punkt finden. Jetzt ist das Klima ist halt total sexy jetzt. Ja, war mal nicht so sexy. Dann muss man halt jetzt einfach mal sehen, wo die Themen halt hingehen. Ist leider so in Gesellschaften. Aber auf was ich halt hinweisen will, ist halt, ich glaube, es sind halt zwei, drei Themen, die wir halt sehen müssen. Das erste ist halt, wir haben halt gerade diese thematische Spaltung. Auf der einen Seite Due Diligence, Lieferkettengesetz. Und auf der anderen Seite die Handelspolitik. Das, was eigentlich zusammengehört, aber wir in Deutschland halt nicht hinbekommen haben, in der Zivilgesellschaft das zusammenzudenken. Ja, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Bewegungen und es war immer total schwierig, das zusammenzubringen. Und das müssen wir wieder weiter hinkriegen. Das wäre das Erste, was ich sehe. Ich weiß halt nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber bei uns in Deutschland hat sich das so in zwei Grüppchen gespalten. Da ist halt das CORA, Menschenrechtsgrüppchen, und da ist halt, die sind jetzt gerade relativ viele, und da ist halt dann das Handelsgrüppchen, die sind jetzt gerade relativ wenig. Und das sollen wir da wieder zusammenkommen, weil die Themen zusammengehören. Wir müssen die Menschenrechte in die Handelsverträge reinschreiben, wie es Thomas gesagt hat, und das müssen wir hinkriegen. Und das Zweite ist halt, wir hatten gerade einen riesen Fenster mit den Impfpatenten, wo wir hier in Deutschland ja wirklich so uns total, also sich die deutsche Bundesregierung ja total daneben benommen hat, um für BioNTech ja einfach die Impfpatente durchzusetzen. Ja, und das ist einfach total krass. Ja, also, und da muss man halt fragen, wie kriegen wir eigentlich das hin, dass so Themen einfach dann stärker politisch genutzt werden können für eigentlich, was ein Urhandelsthema ist. Plötzlich war WTO in der Tagesschau. Ja, also wann war denn das letzte Mal? Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen flexibler werden. Und das Dritte wäre nochmal spannend, wie gehen wir eigentlich mit den Digitaldebatten um? Ja, wir haben die WTO, die jetzt da reingrätscht in die ganzen Themen zu, wie geht man mit Amazon um, wie kriegt eigentlich Facebook und Google oder halt Tencent die Daten global verschoben, ja, die Debatte um Datensouveränität, müssen wir nicht eigentlich nochmal überlegen, was ist eigentlich Digitalisierung für uns, wenn ich mir den Bayer-Monsanto-Merger anschaue, da ging es in erster Linie nicht um das Saatgut im TRIPS-Abkommen, sondern ging es in erster Linie um Digitalisierung, wer schreibt das Betriebssystem für die Drohnen und Traktoren und die Daten, die im Kuhstall entstehen. Ja, und das wäre nochmal spannend, wie wir das eigentlich hinkriegen, diese Vernetzung und eine Aktualisierung der Handelsdebatte. Aber lasst uns Mut machen, dranbleiben, das Thema kommt wieder, aber da müssen wir stark sein und dann wieder genauso große Demos organisieren, wie wir es schon mal hatten. Danke. Also ich heiße Isolde und ich spreche Deutsch. Und ich bin auch von dieser AG, WTO und Welthandel. Ich möchte es jetzt nochmal sagen, Thomas, also wir denken schon das Lieferkettengesetz und die Freihandelsabkommen und die Handelspolitik zusammen, selbstverständlich. Und auch die Menschenrechte, die eben die weniger starken Durchsetzungsmechanismen haben in den Handelsabkommen. Ich will jetzt gar nicht viel an der Frage, was ist jetzt los, 2014, 2015, 2016 war das absolut das Top-Thema Handelspolitik und jetzt ist alles erloschen oder fast alles. Das sehen wir auch so und wir sehen das so, dass es bei ATTAC, bei verschiedenen Organisationen und besonders bei ATTAC ein Wissen gibt über Freihandelsabkommen und auch ein Wissen gibt über das Handelsabkommen CETA. Und wir haben gedacht, wir müssen, wenn jetzt die Ampelkoalition sich aufmacht, dass innerhalb von 3 Monaten dieses Abkommen mit den schlimmen Folgen, die ich jetzt nicht wieder aufzählen will, durchzujagen, müssen wir nochmal die Ressourcen mobilisieren und heben, die es bei ATTAC gibt. Deswegen haben wir da draußen den Infostand gemacht und möchten eigentlich euch bitten, euch zu beteiligen, ja, euer Wissen, auch eure sozialen Beziehungen, all das, was da war, nochmal zu mobilisieren gegen dieses CETA-Abkommen, weil dieses CETA-Abkommen ist ein Abkommen, was beispielgebend sein wird zum Ausbau eines weiteren umspannenden Handelsregimes. Unsere Vorschläge didaktischer Art sind die, das zunächst mal zu reduzieren. Also wir wollen uns konzentrieren auf diese Frage Konzernklagerechte und diese Folgen für die Klimapolitik in den Vordergrund zu stellen. Und wir halten es für wichtig, dass wir also da zusammen mit den anderen Organisationen im Netzwerk gerechter Welthandel erstmal diese dezentralen Aktionen mitmachen und dann weitersehen, wie wir Potenziale entfalten können. Also ich würde euch bitten, das ernst zu nehmen, vielleicht auch nochmal an unseren Stand zu kommen, dass wir überlegen können, wie wir diesen Protest jetzt sehr konkret verbreitern können. Danke.
Mein Name ist Gabriele, ich bin von ATTAC Lübeck und meine Empörung damals gegen die Freihandelsabkommen haben mich überhaupt zur Arbeit bei ATTAC gebracht. Danke. Jetzt eine Antwort wollte ich gerne auf dich geben, weil ich glaube, dass das ein Mechanismus, ein ganz bewusst eingesetzter Mechanismus ist, um solche Verträge durchzubringen, dass man sie nämlich vorläufig anwendet, so wie jetzt. Das sind viele Jahre, laufen sie schon. Die Leute sagen, ja, was haben wir denn gemerkt? Das tut ja nicht weh. Das, was wir als Bürger mitbekommen von diesen Handels, wo liegen denn die Gefahren? Wir merken sie nicht. Und dass das eben ein Grund ist, weshalb viele eben auch dieses Thema so ad acta gelegt haben und gemeint haben, ja, dieser ganze Aufruhr, das war doch, das hat sich doch alles gar nicht so gezeigt und bewahrheitet, was dort angedroht wurde mit diesen Verträgen. Das, glaube ich, gehört mit dazu. Und dann habe ich aber noch eine, oder wolltest du was sagen? Ja, so, okay. Und dann habe ich noch eine Frage an Thomas. Auf welcher Basis sollen denn jetzt diese Verbesserungen oder diese Entschärfungen, wie sollen die denn jetzt formuliert werden, wenn man das innerhalb dieser Möglichkeiten der Ausschüsse machen will? Dann kann man doch aber auch genauso gut rechnen, dass dann die Gegenseite auch wieder einen Ausschuss bildet und das wieder zurücknimmt. Also das ist doch überhaupt nichts, was langfristig abgesichert werden kann, um mit diesen Verträgen dann in entschärfter Form zu leben. Danke. Leo, sorry, you wanted to ask something? I think there's a time for another question, and then I would say we have a last round on the panel. Please. Thank you for the really excellent presentation that got me thinking about. Okay, ich denke nach über die Arbeit, die wir tun und die Menschen, die hier sind, die über Kapitalismus nachdenken, die hier sind und für dieselbe Sache kämpfen. Ich stimme zu, dass mit diesem sehr progressiven Idee, dass wir keine FDAs brauchen und dass die Vorteile von diesen FDAs sehr begrenzt sind und Politiker machen einfach gerne Dinge, sie möchten gerne Dinge unterschreiben und wir müssen pragmatisch darüber nachdenken, wie können wir das benutzen in einem Kontext, in dem es jetzt neue Initiativen gibt innerhalb der Welthandels- und Organisation. Es ist sehr schwer, Dinge loszuwerden. Es gibt sehr wichtige Dinge in diesen Abkommen, besonders wenn es um Verantwortung geht. Wir können uns fragen, wäre es vielleicht gut, vorzuschlagen, dass Länder gemeinsam und kollaborativ progressive Policies erarbeiten können und nicht diese sehr harschen Regulierungen gegeneinander benutzen. Das ist eine Alternative zu der absoluten harten Position zu sagen, gar keine FDAs zu möchten. Und wenn wir so etwas vorschlagen, dass sich das zum Vorteil macht, dieses Lust daran, etwas Neues zu unterschreiben, dann können wir damit vielleicht auch internationale Handelsabkommen beeinflussen. Und wir sehen neue Initiativen, die darum
aufkommen und versuchen, neue Welthandelsabkommen, Prinzipien zu schaffen. Sie haben nur noch nie Anwendung gefunden. Your questions and danke für die Beiträge. Ich möchte jetzt den Panelisten die Gelegenheit geben, die Fragen zu beantworten oder Gedanken beizusteuern. Vielleicht einige spezifische Fragen als Erinnerung, die Frage zu Sita an Thomas. Das war die letzte Frage von Lear zu den Mechanismen. Und dann eher eine breitere Frage, trotzdem wichtig. Wie können wir gewinnen? Wie können wir unsere Stimmen erhört werden lassen? Und dann die Frage an Luciana. Was sind die Aussichten bezüglich Investitionspolitik mit den neuen fortschrittlicheren Regierungen in Lateinamerika? Und dann noch eine weitere Frage. Wie kann man die Menschenrechte und die Handelsgesetze miteinander verbinden? Was ist das neue Monster digitaler Handel? Thomas, beginnen wir doch mit dir. Und nachher Nick, Luciana. Bitte haltet euch eher kurz, wir haben nur noch 11 Minuten. Deine Frage an. Also das ist jetzt hier gar nicht thematisiert, oder habe ich gar nichts drüber gesagt, aber in CETA und den ganzen anderen neueren EU-Handelsverträgen werden Ausschüsse eingerichtet, wozu man also auch lange Vorträge halten kann. Da sitzen also die beiden Handelspartner drin. Also das ist jetzt kein Ausschuss nur von Europa, sondern das sind Ausschüsse, da sitzen die Kanadier drin, jetzt bei CETA, und die Europäische Union. Für die Europäische Union sitzen da Vertreter der Kommission drin. In CETA, wie in den meisten anderen Verträgen, werden eine ganze Reihe von Ausschüssen eingerichtet. Jetzt ist es aber so, dass wir ja eben noch in der vorläufigen Anwendung sind bei CETA und der Investitionsschutz noch nicht vorläufig angewendet wird. Deswegen werden auch ein paar ganz bestimmte Artikel noch nicht, gelten noch nicht, ja, man kann sich noch nicht darauf berufen, die diesen Ausschüssen durchaus die Kompetenz geben würden, die Investitionsschutzbestimmungen nicht nur auszulegen, sondern auch zu ändern. Also nach CETA geht das, dass diese Ausschüsse die Bestimmungen ändern, aber die werden eben noch nicht vorläufig angewendet, diese Bestimmungen, und deswegen kann man damit im Moment noch nichts machen. Das heißt, das Einzige, was bleibt, ist, dass dieser oberste Ausschuss, der sogenannte gemischte CETA-Ausschuss, dass der seine allgemeine Kompetenz zur Auslegung des gesamten CETA in Anspruch nimmt. Das kann er also jetzt schon machen, auch in der vorläufigen Anwendung. Das heißt, dieser gemischte Ausschuss kann jetzt sagen, wir interpretieren die Bestimmungen zum Investitionsschutz so und so. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist alles sehr vage, ne? Weil natürlich, wenn ich Dinge nur auslegen kann, ist die Frage, ja, wie weit reicht das dann? Also wenn da steht, die Investoren können sich auf ungerechte und unbillige Behandlung berufen, was will ich dann mit einer Auslegung groß anrichten? Ich kann natürlich sagen, ja, das ist ganz eng zu verstehen und so, aber es ist auf jeden Fall eine sehr unsichere Sache. Und am Ende ist ja dann das Schiedsgericht, das Investitionsschiedsgericht, was am Ende gebildet wird, das ist zwar gebunden an die Auslegung des gemischten CETA-Ausschusses, das ist schon so, das ist schon verbindlich für die, aber es steht auch in CETA drin, dass sich dieses Investitionsschiedsgericht an die Wiener Vertragsrechtskonvention zu halten hat. Also praktisch den völkerrechtlichen Vertrag, wo ganz allgemein drin festgelegt ist, wie internationale Verträge auszulegen sind. Und da steht eben dann wiederum drin, was eben als Auslegung noch durchgeht und was nicht mehr. Das heißt, am Ende ist das Investitionsschiedsgericht in der Position zu entscheiden. Also im Grunde kann es sagen, ja, hier, was der gemischte Ausschuss interpretiert hat, das geht über seine Kompetenz und da halten wir uns jetzt gar nicht dran. Ja, deswegen ist das alles sehr, sehr unsicher. So, ich kriege ja schon die Zeit. Also noch ganz kurz zu den anderen Sachen.
Was ich auch denke, da möchte ich James recht geben, ist, dass wir also den Schulterschluss mit der Klimabewegung suchen sollten. James, wir haben auch schon vor 2 Jahren hier so ein Factsheet gemacht, wo wir diese allgemeinen Zusammenhänge aufgezeigt haben. Wir haben es auch draußen am Stand, kann man sich also bedienen, zwischen Handelspolitik und Klimapolitik. Und ich denke, dass in der jetzigen Situation ja auch die Klimabewegung nicht mehr in der Position ist zu sagen, ach, ihr wollt uns nur instrumentalisieren, weil ihr wollt jetzt bei uns irgendwie auf der Welle mitschwimmen, denn deren Welle ist ja im Grunde auch gerade vorbei, erst durch Corona und dann durch den Krieg. Das heißt, die Klimabewegung hätte auch zu gewinnen, wenn sie jetzt sich auf diese Aktualität von CETA dranhängt und sagt, dass das natürlich fürs Klima das Allerletzte ist. Dann nochmal... Thomas, ich muss dich bitten, weil wir haben nur noch 7 Minuten. Und noch. Nick, please. Okay, so I understand... Ich verstehe, warum dieser Raum nicht voll besetzt ist. Das ist natürlich traurig. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer besseren Verhandlungsposition als vor ein paar Jahren. Die WTO funktioniert nur noch gerade so knapp. Sie steht vor einer existenziellen Krise. Ecuador und auch viele andere Länder haben ihre Investitionsverträge aufgekündigt. Auch Spanien mit dem ECT, das steht immer noch auf Messers Scheide, ob dieser Vertrag zustande kommt. Dann das mit dem intellektuellen Eigentum, den Impfpatenten. Vielleicht sollten wir das Forum nicht mehr Handeln nennen. Denn wenn es nicht gerade um einen spezifischen Handelsdeal geht, der die Menschen wirklich mobilisieren kann, dann geht es bei den Kämpfen, die wir hier führen, nicht wirklich um Handel. Die USA, die sind wirklich ganz interessant. Wir reden hier nicht von den Offshore-Problemen, von der Arbeitsklasse, von den Konzernen, die Steuern hinterziehen. Das ist alles gar nicht das Thema hier. Im Moment geht es um Freihandel. Das ist etwas ganz anderes als in den 90er Jahren. Doch wir mögen nicht alle Anti-Handels-Leute, doch es geht jetzt nicht darum zu verhandeln, was nach dem Neoliberalismus kommt. Wir müssen also wahrscheinlich klarer sein, was wir genau wollen. Die Antiglobalisierungsbewegung profitiert zum Beispiel auch von Lateinamerika. Doch der Erdteil verändert sich und ich glaube, dass sie es schaffen, eine neue Art von Internationalismus zu finden. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir eine kontrollierte Deglobalisierung. Und wir müssen Internationalismus und Globalisierung trennen, was schwierig ist, aber wir müssen uns zu einem gewissen Grad deglobalisieren und das wieder kontrollieren. Und besonders auch Monopole kontrollieren. Vielleicht sollten wir das Handelsforum nächstes Mal ihm einen aufregenderen Namen geben. Denn all diese Themen sind sehr wichtig. Und doch gibt es etwas mehr Hoffnung als noch in den 90ern. Ganz kurz. Ich glaube, wir müssen irgendwie das Gleichgewicht finden zwischen uns als Experten, was bestimmte Themen bei den Handelsabkommen angeht. Denn das hat uns doch einige Erfolge gebracht. Und ich glaube auch, dass der IPCC-Bericht das erste Mal die Rolle von Freihandelsabkommen bezüglich des Klimas anerkannt hat. Und das hätten wir uns nicht vorstellen können, denn das ist einer der wichtigsten Klimaberichte und behandelt auch das Thema Handel. Und wir haben
so viele Jahre daran gearbeitet und jetzt haben wir eine gewisse Legitimität und Entscheidungsträger und andere Organisationen hören uns auch ein bisschen zu. Und wir müssen also ein bisschen ein Gleichgewicht finden zwischen dem Teil, also das System unter die Lupe zu nehmen, aber gleichzeitig auch unsere Analysen nicht zu sehr zu zersplitten und sie mit Ungleichheit, Kriegen, Energiekrise, Armut und allem unter einen Hut zu bringen. Sonst wir haben also diese Strategie verfolgt, wir haben uns die verschiedenen Abkommen angeschaut, doch es ist jetzt auch schwierig, weiterhin Menschen zu mobilisieren und uns nicht zu sehr zu zersplittern. Denn die Analyse ist nicht nur auf Handel konzentriert. Also diese Foren, es wäre natürlich super, wenn wir Menschen aus verschiedenen Bereichen hätten, die zusammenfinden. Denn im Moment passiert so viel auf der ganzen Welt. Und wir haben nur einen Teil davon, den wir behandeln. Ich könnte da nicht mehr zustimmen. Ich habe auch über Birgits Frage nachgedacht. Wir haben die Öffentlichkeit verloren, hat sie gesagt. Ich glaube, bei der letzten Europäischen Sommeruniversität, das war in Paris 2014, da habe ich Nick das erste Mal getroffen. Das bei dem Programm waren viele Workshops zum Thema TTIP und jetzt, hier, dieses Jahr, sehe ich viele Workshops zum Thema Krieg in der Ukraine. Natürlich ist das ein wichtiges Thema in Europa momentan. Doch die Themen haben sich verändert. Nick hat gesagt, dass wir in den letzten 20 Jahren viel gelernt haben. Also die Mitglieder bei den ersten Diskussionen und diejenigen heute, die haben sich stark verändert. Wir haben jetzt dynamischere Akteure. Und die Klimabewegung zum Beispiel, die Frauenbewegung. Wir sollten nicht über Handel sprechen. Das habe ich vorher schon gesagt. Wir müssen darüber sprechen, wie unlogisch und irrational das Handelssystem ist. Denn das steht im Zentrum der Sache. Wir müssen das System ändern, um das Klima zu ändern. Die Menschen müssen verstehen, wie Handel im Zentrum vom kapitalistischen System steht. Es ist alles sehr abstrakt, aber das müssen wir verstehen. Denn wenn die Klimabewegung und die feministische Bewegung mitmachen, dann haben wir einen neuen Elan gewonnen. Natürlich können wir sagen, ja, das System ist ganz furchtbar, aber wir brauchen neue Dynamik, neuen Schwung. Denn das sind die Bewegungen, die draußen auf der Straße stehen, denen die Leute zuhören. In Südamerika passiert nichts ohne die feministische Bewegung. Wir müssen also mit diesen Bewegungen zusammenarbeiten und wir müssen ihnen klar machen, wie die Handelsvereinbarungen Frauen betreffen. Denn das wissen sie nicht. Wir müssen jetzt tiefer in die Materie kommen. Wir brauchen das Geld, wir brauchen neue Kommunikationsmittel. Wir müssen immer etwas weiterkommen. Doch wie im Fußball geht es darum, wir müssen zuerst schauen, wo wir den Ball hinschießen müssen. Und das sollten wir tun. Wir brauchen Räume, wo wir Strategien besprechen können. Und in den 3-4 Tagen haben wir etwas davon. Vielleicht sollten wir uns in den Korridoren etwas treffen. Das wäre doch ein Anfang. Danke. Thank you all so much. Vielen Dank an alle. Also geht nach draußen, strategiert in den Korridoren. Vielen Dank, bis bald.